bin ich in Gefahr. Ich bin die Gefahr. So sieht's aus, Leute. Wir sind, Sie sind nicht in Gefahr, denn wir sind die Gefahr, Leute. Boom, Alter. Dö, 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 dö. Hey, 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 hallo Leute und willkommen hier zurück zu Minecraft 3. Heute wird's ernst wahrscheinlich und dabei sind der Max. Hi. Und der Flamezone. Hi. Oh, und der Kalle, der Dicke, der nicht durch seine Tür passt. Okay, ich muss jetzt mal, wer hat hier Kisten ins Haus gestellt? Geschenk für Extrem, Flame. Genau, hier kannst du dir gleich gönnen, habe ich auch schon, richtig geil. Mal gucken. Das ist richtig geiles. Ein Diamantschwert, Alter. Das heißt, wir haben nämlich heute ein bisschen was abgequatscht. Und zwar wollen wir heute mal ein bisschen Action haben. Und ich hoffe, dass die Gegner nicht kneifen. Denn wir haben so ein bisschen, also was heißt abgesprochen nicht, aber wir haben halt geschrieben, so sieht's aus. Hier zack, wir wollen als Team aufnehmen. Und wollen uns wahrscheinlich ein bisschen auf die Fresse kloppen. Und ich hoffe, die kommen, Alter. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt hier 15 Minuten rumdümpeln und dann nichts passiert, ne? Ja. Ich meine, zur Not, wir nehmen heute noch eine zweite Folge auf. Vielleicht kommen sie spätestens in der Folge, die dann morgen kommt. Aber, das wäre natürlich doof. Denn wir wollen jetzt aufs Maul hauen. Also, ich gucke mir jetzt erstmal an, was hier so neu ist. Ich habe gehört, wir haben irgendwie eine Wochenaufgabe gehabt, die schon fertig ist. Ja, die habe ich gleich am Mittwoch mit Flame im Stream. Dann ist es drauf. Nice. Okay, hier, Wochenaufgabe vom 22. bis 29. Okay. Eine zweistöckige Eisenpyramide bauen. Haben wir, okay, cool. Was gibt's als Belohnung? Penis, aber den Kartoffel, Leder. Krass. Mr. Limus! Oh! Max, guck mal, ich hab noch ein Geschenk für dich. Hast du jetzt auch für mich eine Brustplatte? Bin hinter dir. Schnell. Weil ich weiß nämlich nicht, wo sie sind. Ja, dürfen und die Max, rein und uns klatschen, dich, wenn sie reinkommen? Die Mauer ist hinten noch offen. Ja, die können noch reinkommen. Mist, jetzt hab ich's abgeworfen. So. Hast du mir selber ein bisschen Essen? Ich hab das hier gerade abgebaut. Ich bin gerade safe in meinem Haus ganz kurz. Ich pack nochmal meine ganzen anderen Sachen in die Kiste. In die Kiste. Und wie gesagt, wir hatten das eigentlich nicht so. Ich war nämlich heute halbe Show. Hab heute schon mal aufgenommen. Und zwar habe ich nämlich in einem Video von Dennis gesehen, dass er mit Freaks unter unserer Base war. Da ganz unten hier. Deswegen habe ich alles zugebaut. Das heißt, hier nicht mehr runterbauen, wenn ihr irgendwelche Gänge habt. Auf jeden Fall zumachen jetzt sofort. Okay. Ich habe recht wenig Essen, Karl. Also ich habe auch nichts an Essen. Überhaupt nichts. Das ist ein bisschen dreckig. Ja, wie ist denn das? jetzt habe ich vergessen, was ich fragen wollte. Das Problem ist, scheiße. Hast du noch was zu essen, Max? Ich habe dem Dings gerade meinen Zuckerrohr gegeben. Ich habe hier sowieso noch Mushroom-Zeug drin. Ja, kann hast du was auch für uns? Oh, darf ich mitnehmen? Ja, nimm dir ein bisschen. Ich nehme mir 4 Stück. Nimm mal auch 4 Stück mit. Weil ich hatte nur noch eine Hungerkeule. Das Problem ist, wenn wir dann Schaden kriegen und runterknüppeln, ist das doof. Wir sollten auf jeden Fall nicht sprinten. Gar nicht sprinten. Wir sollten ganz normal gehen. Warte mal, ich pack den Rest wieder rein für dich, weil dann kannst du den wieder benutzen. Also die Holzdinger. Die Sache ist, wollen wir zum Gegnerdorf gehen oder sind die halt hier? Das ist die Frage. Ne? Ich schau mich gerade. Oh, Story ist auch drauf. Wir machen irgendwie präventiv einfach ein bisschen mal die Seiten zu, wenn die noch nicht zu sind. Und haben die das jetzt schon abgebaut? Irgendwo an der Seite konnte man noch reinspringen. Ja, hier bei uns kann man noch reinkommen. Hier an der Seite und auf der anderen Seite auch noch. Weil ja, die Mauer halt einfach. Da kommt man noch rein. Ist da nicht zu? Hier hinten ist nicht zu. Nur ein Stück und dann hinten kann man jetzt hier an der Mauer dran vorbei noch laufen. Und das Geneigte auch da hinten auf der anderen Seite. Weil das Problem ist, ich habe einfach auch so viel nicht Zeit. Ich habe ja auch nur 2 Stunden, wo ich streamen kann. Ja, stimmt. Ja, das ist halt das Problem. Und jetzt mal schauen. Ich wollte heute Abend vielleicht noch mit Abkratzer streamen. Also für die Leute, die jetzt wundern, hey, warum reden die von heute Abend? Pipapo und so weiter. Heute ist der 26. März. Okay. Oh Mann. Ich bin gerade so ein bisschen aufgeregt. Stein oder sowas, dass wir einfach hier. Ich habe bei mir in den Kästen noch ein bisschen Stein, ja, da könntet ihr mal vorbeischauen. Weil dann können wir das ja jetzt schnell machen, bevor die irgendwie auf dumme Ideen kommen, weil ich glaube nicht, trotz Foldia, ich glaube nicht, dass wir im Vanilla die Dritts klatschen können. Nee, das sind zu viele. Die sind nur 4. Das können wir ja, du weißt halt nicht, ob noch jemand draufkommt. Freaks ist ja auch drauf jetzt. Da war nämlich war der eben auch noch mit? Ich blick schon wieder gar nicht mehr durch. Ich geh mal schauen, Leute, gell? Also ich bin gerade auf meinem Weg oben. Okay, das ist schon mal gut. Genau, wieder zubauen. Stein, ja.
Warte mal. Komm mal mit, geh mal in mein Haus. Alles muss ich mir auch mal angucken, ey. Alles neu. Geh rein da. Ich mach mal kurz zu. Weil damit wir hier safe sind. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ich hab Erde nur hier drin, warte, das bringt natürlich nichts. Okay, Leute, so wie ich das einschätze, sind sie nicht in ihrer Base. Das heißt, sie könnten bei uns sein. Ich sag ja, die sind, glaube ich, auch bei uns. Die sneaken hier irgendwo rum. Ja, die versuchen jetzt was, ey. Die versuchen was. Ah, nee, da ist Mr. Lyris. Der ist in der Base. Okay. Aber er sieht mich nicht. Komm raus. Aber ich komme da nicht rein. Das ist mein Problem. Oder wie kommt man da rein? Ich geh da nicht alleine. Du gehst hinten rum. Und da ist ein kleiner Tümpel-Dings. Obwohl, warte, willkommen. Okay. Ja, sollen wir echt? Ja, komm, scheiß drauf. Einmal hier abbauen. Ich hab gesehen, scheiße. Komm raus. Nicht, dass die jetzt... Ja, der hat mich schon gesehen. Hast du hier Laub hingebaut vor deinem Haus, hinter der Mauer? Und dich da so hochgesteckt, so komisch? Kann sein, ja. Okay, komm mit, Max. Wir müssen gucken, dass wir auch safe bleiben. Kommt mal mit, weil sonst gibt's jetzt gleich ein bisschen Stress. Wo seid ihr? Ja, wir kommen jetzt gerade von du musst auf jeden Fall auf die linke Seite der Mauer. Wir kommen okay, da jetzt auch lang. Sprintest du mit euch, oder? Ja, nee, also sprinten nicht wirklich. Nicht also sprinten. Ja, doch, tu ich. Mist, ja, doch. Okay. Ich würde sagen, wir machen so schnell wie möglich irgendwie so ein bisschen Tränke und so, starke Tränke. Das Problem ist, ohne Lohnrouten können wir gar keinen Brauchstand machen. Ach, wir sind im Nether auch keine Mobs. Jungs, wo seid ihr? Ja, eben, keine Mobs. Heiße. Ja, wir sind, da hinten stehst du. Hi, willkommen. Ah, hi, Kalle. Ey, wenn die jetzt auch vor dir sind, haben wir ein Problem. Nee, Mr. Lyris ist nur voll Iron. Okay. Was kann sein, dass sie sich in ihrer Base unten vercampen, weil sie jetzt mein Equipment gesehen haben? Und deswegen... Oh, pass auf, wir müssen... Komm mal weiter, links. Die sollen uns nicht so schnell sehen. Die haben natürlich da oben einen Turm. Ich sehe da aber oben gerade keinen drauf. Ich war nämlich vorhin oben auf dem Turm drauf. Da kannst du nämlich noch von oben runter gucken. Wir schauen jetzt aber einfach mal. Weil, wie gesagt, es gibt hier einen Weg rein. Den müssen wir jetzt nutzen. Ich hoffe, die haben den noch nicht zugebaut. Warte, wir müssen auf Max warten. Der ist doch da hinten irgendwo. Ja. Alter, ich zitter gerade voll. Ich weiß nicht warum, aber... Wir müssen auch nach hinten gucken, ob von hinten jemand kommt, ne? Ja, da gucke ich ja immer. Ey, die haben hier angebaut, oder? Guck mal. Ich habe keine Ahnung, das wird dann Leon und so sehen. Die werden das wahrscheinlich geschaut haben, die Videos. Da sind Lyris und Story sind drin. Sneaken. Wir müssen auf Max warten. Warte mal, lass mal kurz auf Max warten. Ja, ich bin fast hinter euch, so. Wir müssen jetzt hier die Mauer rum. Chillen. Weil Leute, die Folge, die gestern kam, die habe ich nämlich auch heute aufgenommen. Und deswegen, also bis jetzt wird erstmal zwei Folgen vorproduziert. Oh mein Gott, ich war vorher immer aktuell. Was passiert eigentlich, wenn wir uns irgendwann mal TNT bauen können? Ich fände so eine richtig schöne TNT-Kanone echt geil. 7, 8, 9, 10. Lungs, wir können uns hier über den Baum rein. Ja, hier geht's aber auch rein. Komm mit. Sicher? Das bleibt unser Plan B. Kommt mit. Plan B. Was haltet ihr davon? Den Tickern und da habe ich auch schon überlegt, Max, aber das wäre schon... Das Problem ist, schwierig, ne, regelmäßig. Ja, man baut ja 10 Blöcke weit weg und schießt dann das Ding drauf. Ja, eben. Nein, sie haben es zugebaut! Ja gut, dann lass Baumtaktik machen. Ja, aber wenn wir da reingehen, kommen wir nicht mehr raus, ne? Das ist das Problem, wir kommen nicht mehr raus. Doch, die können einfach über den Turm hochspringen, wie einen Turm hoch und ihn runter. Vorne stimmt, über die Mauer schön wir wieder raus. Ey, ich weiß nicht, ob wir da jetzt zu dritt rein sollen, Mann. Doch, lass Ach komm, scheiß jetzt drauf. Wir müssen ja auch mal ein bisschen Risky Action machen. Aber ich hab 59 Steine im Inventar. Aber erzähl nochmal vorsichtshalber ab, nicht, dass du da wirklich dich... Hab ich schon. So, wartet, ich komme auch gleich. Story steht da. Ich würde sagen, go, oder? Ey, sneak dich. Und hat er dich gesehen? Nein, der hat mich schon gesehen. Okay, dann komme ich jetzt auch ohne zu sneaken. Ja, ich habe nichts zum Hochstecken. Hab einen. Was? Als ob... Easy peasy, wer ist das? Ich bin wieder runtergefallen. Hast du noch genug Stein? Ich hab 3 Steine, oh Gott, bin ich gut. Warte, hier. Bitteschön. Story auch gehen? Oh mein Gott. Natürlich, warte, ich sammle den Rest hier auch noch ein von Mr. Lyris. Jo. Da kommt schon wieder einer. Ich komm jetzt.
Aber Mr. Lyris kommt schon wieder, um sein Zeug einzusammeln. Oh. Ja, warte, warte. Ich knüppel mir jetzt einfach mal sein Zeug. Ist mir jetzt relativ egal. So. Ja, was verfallen auf, ne? Ich hüpfe jetzt nochmal ins Lager kurz rein, ja? Da kommt Mr. Lyris kommt von der anderen Seite. Ah ja, stimmt, okay. Türen darf man ja auch machen, ne? Oh, nur Holztüren. Ja, das okay, das Lager ist immer noch leer. Ich hab Story. Nice. In dem Turm bist du, oder was? Ja. Der Lyris kommt jetzt. Okay, das heißt, wir haben hier schon mal die nächsten Sachen. Easy peasy, wir müssen nur aufpassen auf Freaks und Dennis. Obwohl, ich glaube, Dennis ist gar nicht so gut ausgerüstet, glaube ich. So, warte mal, schau mal ganz kurz. Oh, Redstone, dies und das. Aber die haben noch so viele Sachen, die wir nicht brauchen. Wo seid ihr denn? Mitten in der Base. Wir sind in diesem komischen Turm. Wir gehen jetzt wieder zum Feld von denen. Okay. Wir müssen nur aufpassen, dass sie hier nicht hinter irgendwo dir, noch... Hinter dir, Max, hinter dir. Hinter dir ist Lyris. Ja. Warte, lass mich mal. Ich will den Lyris töten. Ich will ihn unbedingt töten. Lass mich mal bitte. Der hat noch Schutzzeit. Ah, nee. Ach, Mist. Ey, er hat mich angegriffen. Hätte das nicht gemacht, hätte ich ihn schützen lassen. Nice, Leute, nice. Ich glaube, wo sind so die anderen, Mann? Raiden gerade uns? Ja, aber uns ist ja nichts zu holen. Also soll uns das doch gar nicht interessieren, ne? Bei uns ist... Wir können nachher über eine Spitze können wir runter ins Wasser springen. Ey, der Turm, den die da gebaut haben, ist ja so richtig lustig. Da unten ist Story. Wo? Ja, im Eingangstor. Da ist noch einer. Alles wieder Mr. Lyris. So. Nice. Sorry, hab ich jetzt mal geknüppelt. Was? So, hey Leute, wir haben eine neue Base, Leute. Ja, ey, Team. Hier ist noch was. Hier auf der Seite kommt man auch noch. Ach nee, der Lyris, der baut jetzt die ganzen Bäume hier ab. Wo ist Freaks und so? Hier hätte man nämlich auch noch. Wie gesagt, Freaks und so, die haben sich, glaube ich, also wenn die aktuell gegangen sind, waren die unter unserer Base. Ich habe aber zugebaut, wie gesagt. Dann waren die unter unserer Base. Ich würde sagen, wir gehen einfach in die Base zurück, weil jetzt haben wir ja alles, was wir wollten. Wir gehen jetzt einfach in die Base zurück, würde ich sagen, oder? Ich guck mal noch da drüben bei diesem einen Haus, ob die da die Kisten nicht zugebaut haben. Du meinst nein, da ist nichts drin. Ich war eben gerade geguckt. Nee, in dem großen Haus. Habt ihr in die Öfen geguckt? Hier, in dem geguckt? Da. Das ist das Lager, da ist nichts drin, da habe ich schon geguckt. Habt ihr in die Öfen geguckt? Ja, alles, da ist nichts. Leider okay, nicht. Gut, dann würde ich sagen, geh mal. Also ich würde sagen, meinst du, wir schaffen das hier? Doch, wir schaffen das ins Wasser, oder? Ach, ich mach das. Oh, okay, wir schaffen es wirklich ins Wasser. Jo, perfekt. Ich mach einen auf Safe. Nice, Leute, 27 Tote haben die Gegner. Okay, warte mal ganz kurz, achtet mal ganz kurz auf mich. Ich mach mal kurz den Shader aus, weil es wird Nacht und dann sieht man wieder so wenig. Ach, mein Shader ist geil nachts. Alter, ich will jetzt wirklich wissen, wo Freaks und so ist, Mann. Die sind locker bei uns irgendwo in der Base. Die sind locker bei uns, wie gesagt, unter der Base waren die halt, wie gesagt. Aber das Problem ist, sie finden keinen Weg mehr rein. Ich habe den komplett zugebaut mit Cleanstone und auch oben die Erde. Das heißt, sie dürfen ja auf unserer Höhe gar nichts abbauen. Das wäre ja ein Regelbruch. Das heißt, theoretisch müssten sie sich raus aus der Base bauen und dann wieder zu Fuß überirdisch in die Base laufen. Da hinten rennt einer. Warte mal, da hinten ist... Oder? Ist nur eine blaue Blume. Ich dachte, das wäre ein Dia-Helm. Das sah so aus. Wir sollten hier lang gehen. Hier links. Freaks ist gestorben, der ist jetzt in der Mitte. Haha! nicht machen. Nicht campen warum gehen. Warum ist der gestorben? Wahrscheinlich. Aber in wir haben Base. Auf jeden Fall 14. Die haben 14 Tote mehr als hier. Das ist, dafür ist extra die Schutzzeit ja da, weil wir die nicht. Da ist noch überall. Zuckerrohr, lass es mal wegnehmen. Ach du, ich sehe es gerade. Aber wir haben viel genug. Wir müssen jetzt auch mal gucken, dass die Bäume bei unserer Base so mal weg sind. Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber wir haben genug Zuckerrohr. Lass was da stehen. Wir haben ja so viele Snacks in der Kiste. Ja, aber dass die halt nicht mehr. Ja, die haben auch genug schon. Das wächst ja alles bei denen. Weißt du, was man auch machen kann, wenn wir keine TNT-Kanone bauen dürfen, wir können aber eine TNT-Kanone rein und um uns rein zu boosten, könnten wir das machen. So, wir bauen das hier mal ab. Geht durch. Nein, da. Oder Story in unserer Base. Was? Hier ist Story in unserer Base. Ah, auf ihn! Der ist ja mein am Haus. Ich renn rechts rum. Lol, der kommt hier raus. Scheiße, das war mein Fehler. Nein, ich hab ihn nicht getroffen. Ja, der kann bald nicht mehr sprinten. Ja, machst du'n? Ja, so. Aber die Sache ist, ich weiß nicht, was mit Dennis ist. Ob der jetzt noch unter unserer Base ist oder nicht, das ist die Frage. Ich hab was bauen gehört, aber es war einer von euch, ne? Das war ich.
Oh, hier liegt Zeug, hier liegt Trap. Hier liegt Trap. Guck mal an, was hier liegt. Digga, guck mal, was hier liegt, hier drin. Da ist noch einer. Oh. Da Freaks. Freaks. Ey, das ist, ich hab ihn gesehen. Lass ihn, meiner. Mann. Er hatte gar nichts. Was ist mit dem? Hier sind sechs Dias lagen hier rum. Also hier, bei deinem Haus, bei deinem Haus. Ne? Ja, kann sein. Bei deinem Haus waren gerade hier unten in, dieser, in diesem kleinen Loch ist einer gestorben. Hier, guck das dir das war an. Freak. Der wollte die Dias holen. Nein. Oh yeah, Leute, jetzt geht's ab hier. Ich würde sagen, wir haben uns auf jeden Fall unseren Rang wieder zurückgeholt. Wir sind, würde ich mal sagen, jetzt einfach ganz, was das alles angeht, auf Platz 1. Wir sind die große Gefahr. Ja, wie in Breaking Bad, Walter White hat gesagt, ich bin nicht in Gefahr. Ich bin die Gefahr. So sieht's aus, Leute. Sie sind nicht in Gefahr, denn wir sind die Gefahr, Leute. Boom, Alter. So sieht's aus. Warte, ich geh mal gleich in meine Base und save mal die Dias und so, ja? Aber hey, wieso haben die Dias liegen lassen? Ja, die waren unten in der Erde. Die haben halt gefarmt, wie gesagt. Sag ich ja. Deswegen ist Freaks ja nochmal gekommen. Ach so. Die wollen wahrscheinlich wiederholen. Geil. Jetzt habe ich 21 Dias in meiner Kiste. Perfekt, was sollen wir machen? Und wir haben genug Eisenrüstung, das heißt, ich kann Metos noch ein bisschen Eisenrüstung geben, weil der hat mich noch gar nichts, der wird sich sicherlich freuen. Super. Guck mal, wie viel Eisen ich einfach noch habe. Weiter. Ich kann, glaube ich, hier zubauen. Also, wir kümmern uns mal um die Mauer, dass die safe ist, weil die sind ja irgendwie hier reingekommen. Kommen auf beiden Seiten kommt man da noch rein. Also, wie gesagt, das will ich auch im Livestream noch, genau hier, wenn du hier lang gehst, links, kommt man hier rein, da. Das will ich auch noch umändern. Also, es soll auch noch gemacht werden. Auf der Seite von Max kommt man auch noch rein. Aber ich baue gerade zu. Und ist der Stein perfekt. Sogar. Hat einer von euch eigentlich einen Lava-Eimer? Nein. Ich würde gerne in deren Rüstung und alles verbrennen gleich. Lass dir doch als Backup-Rüstung, falls du mal stirbst. Warte, weg da. Ich setze. Ich mach die erste Schicht und du setzt oben drauf. Okay. Ach Mist. So. Ja. Ja. Ich hab keinen Kann mal einer mehr. Mit einer Axt kommen, mit einer guten, und hier diese Bäume wegkacken? Ich hab nur eine Eisenaxt, aber ja. Ja, das ist eine gute Axt. Warte, lass mich doch nicht allein hier hinten, bist du bescheuert? Wieso, ich hab keinen Stein mehr. Achso, aber ja, trotzdem lass mich nicht alleine. Ich kann ja gar nicht mehr sprinten, gar nichts. Wenn die jetzt der Zweite auf mich kommt, bin ich im Arsch. Ich kann auch nicht mehr sprinten. Ich hab ein bisschen Essen bekommen. Ja, eine Pilzsuppe oder so, oder zwei von Lyris. Oh, okay. Ja, die hatten wirklich nicht so viel, okay, ne? Ha? Vor allem, die haben alle wirklich nur Eisenrüstung, aber das meine ich, weil ich weiß nicht, ob es Nestflo oder Blockler, keine Ahnung, irgendjemand war es, weil kann ja nur die beiden gewesen sein, wenn die anderen ja alle hier online waren. Einer von der Gegner-Team hat sich eine komplette Dia-Rüstung gemacht. Tja, hätte der mal lieber geteilt, muss man einfach sagen. Dann wären die mich auch ein bisschen besser ausgerüstet gewesen, selber schon, also da sage ich nur haha, wirklich, das ist halt einfach meine Meinung, da sage ich nein, ist deswegen ehrlich so. Ich euch Dia-Schwerter geschenkt, deswegen, ne? Weißt du, wir arbeiten als Team zusammen und genau das ist nämlich das, was uns dieses ganze Ding hier gewinnen lässt. Was ganz Minecraft gewinnen lässt. Aber ich würde auch sagen, wir beenden die Folge. Wir sind schon 20 Minuten dabei, Leute. Wenn es euch also gefallen hat, dann gebt einen dicken Daumen nach oben. Schaut bei den anderen vorbei. Ich bin jetzt auf jeden Fall weg. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Auf Wiedergeschauen.